Schulfülle, wir kommen zum Nex von Lami. Hier jetzt also der Lami-Schulfülle, der Lami-Nex. Der Schaft aus Aluminium, die Kappe aus Plastik. Hier der Lami-Schriftzug, Nex. Die typische Lami-Federform und wir sehen das Griffstück mit einer angedeuteten Griffmulde. Wir betrachten die Patronen. Wir sehen, ich habe den hier mit einem Konverter ausgestattet. Der einzige Nachteil der Lami-Füller ist der, dass die normale Patrone nicht passt. Wir sehen hier ein Modell für beide Füllhalter. Das ist hier die Lami-Seite, das ist die Standardpatronenseite. Der rollt nicht vom Tisch durch diese angedeutete dreieckige Form. Die Kappe nicht sonderlich stabil, aber die sollte halten und wir gucken uns an, wie dieser Füller schreibt. So wie wir es von einem Lami nicht anders erwarten würden. Also ohne Aussetzer. Die Feder hält auch Druck aus. Wir sehen die Striche in beiden Strichrichtungen, wie das bei den typischen Schulfüllern ist, gleich stark. Wir sehen, der schreibt wirklich ohne Aussetzer. Also ein äußerst beliebter Schulfüller. Das Modell von Lami. Wir betrachten die Feder aus der Nähe. Wir sehen hier Lami M für Medium und wir sehen das aufgesetzte Iridiumkorn. Wir hatten gesagt, dies ist ein hauptsächliches Unterscheidungsmerkmal. Diese Federn sind natürlich wesentlich aufwendiger herzustellen als Federn, bei denen einfach die Spitze zu einer Kugel gepresst ist. Hier also die Schulfüllerfeder von Lami.